Weiter. Blub blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Wir sind noch dabei, hier eine schöne Stadt draus zu machen. Mal gucken. Leider ist der, leider ist die Industrie, jetzt ein bisschen runtergegangen, also der Demand dafür. Hm. Na gut, wie sie wollen, ne? Das hier, ich bin mir nicht so sicher, wie effektiv das hier sein soll, aber wir schauen einfach mal. Nein, hier will ich nichts haben, bitte. So, ich mache ja mal ein paar kleine Slums mit rein. Mal schauen. So, und hier können wir jetzt ein bisschen Commercial hinmachen. Zap. Ich wollte einfach mal ein bisschen experimentieren, Leute. Hab ich ja gesagt. So, und schaut mal hier. Diese kleinen Häuschen. Sind die nicht knuffig? Das sind mehr so Shacks. Also, ein bisschen, naja. Ein von einem Haushalt. Aber wenn wir das hier upgraden können, dann wird der fast so effektiv wie so ein 4x4. Aber nicht so wirklich. Aber ich wollte es halt auch mal ausprobieren. Das Ding ist, ja, ich glaube, das Problem hierbei ist jetzt, 4x4 wäre einfach besser, weil das hier, so wie es hier ausschaut. Warte mal, machen wir so. Verschwindet. Dankeschön. So. Macht einfach so groß, wie ihr wollt. Und dann schauen wir mal. Okay. Ich glaube, das lasse ich aber so und das mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Wir machen dann lieber hier noch ein bisschen was Richtiges hin, wenn der Demand wieder hochgeht. Moment, oh, schaut es euch an. Seht ihr, das ist das Problem. Hier das. Genau das hier. Die ganzen verkackten Sachen, die hier geliefert werden. Die sind ein richtiges Problem in dieser Industriezone. Ich meine, schaut euch den Traffic jetzt an. Unglaublich rot. Das hier ist absolut nicht gut. Vielleicht können wir den ein bisschen verringern, wenn wir... Oder ein bisschen zumindest das Bild verändern, wenn wir das hier draus machen. Das Six-Lane Road. Das würde mich jetzt interessieren. Drauf. Schwupp, alle verschwunden. So geil. So, mal gucken, ob das jetzt besser macht oder schlechter. Bin ich echt gespannt. Ob die noch richtig nutzen, diese Straße. Das Problem ist, haben wir jetzt Ampeln? Wir haben Ampeln. Nee, wir haben Ampeln. Das ist schlecht. Ampeln sind immer schlecht. Oder zumindest soll... Ja, schaut, jetzt staut sich das hier. Also das war jetzt nicht so der Vorteil, ehrlich gesagt. Weil die dummerweise immer auf die rechte Spur gehen. Das ist auch so ein bisschen blöd. Das haben sie noch nicht richtig implementiert, dass sie sich wirklich auch aufteilen auf den Platz, den sie haben. Das wäre echt noch wünschenswert, dass das bald kommt. Was wir hier aber ändern können, ist... Aber hier sind immer noch Ampeln, ne? Ich will die Ampeln eigentlich loswerden. Aber es hieß, die sind vielleicht doch nicht so schlecht. Sind eigentlich doch ganz gut. Und da sind sie irgendwie nicht so einig. Nee, hier brauchen wir es eigentlich nicht. Aber jetzt haben wir hier auch Ampeln, oder? Nee, da... Guck mal, da haben wir keine Ampeln. Hier haben wir Ampeln. Es sind einfach hier zu viele Spuren. Und zu viele, die hier ankommen. Vom Highway. Ja, aber ihr seht, das hier wird sich extrem schnell stauen. Das ist ein bisschen zu kurz, das Stück. Ich will die Ampeln loswerden. Wir lassen es aber erstmal so laufen und gucken mal, wie der Verkehr sich entwickelt. Denn noch sieht es ja ganz okay aus. Ja, aber seht mal, die haben hier zwei Punkte, wo sie stehen bleiben. Absolut nicht wünschenswert. Absolut nicht wünschenswert. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt noch so eine Straße hinmache, dann haben wir dasselbe Problem wieder. Aber vielleicht. Na, mal schauen. Okay. Oh, wir haben wieder richtig einen Demand für Residential. Aber ihr seht auch, wir haben auch richtig Kohle. Das heißt, wir haben ganz wenig Industrie leider nur. Demand. Ja, wie? Wo sollen die denn hin? Nee, das Problem ist einfach, was ich meine hier, Venara, guck mal. Sie können sich auf dieser Straße ja auf alle drei Spuren aufteilen. Das sind drei Spuren in eine Richtung, das sind drei Spuren in eine andere Richtung. Die würden nicht so stark befahren sein, denke ich mal, aber die hier. Und im normalen Verkehr, dann würden die nicht sich alle in derselben Spur einreihen. Egal, was hier kommt. Die würden sich auf keinen Fall alle in derselben Spur einreihen. Die würden auf jeden Fall sich aufteilen, denn wenn man sieht, okay, ich komme hier an, ich stehe aber hier hinten, dann fährt man doch nicht hier hinten in die Lane und bleibt hier. Sondern man biegt ab und geht hier rüber. Denn die gehen alle drei können nur rechts abbiegen. Die können nicht nach links, weil der hier führt nur in diese eine Richtung. Der ist One-Way, dieser ist auch One-Way.
Das heißt, sie können nur nach rechts abbiegen. Sie müssten sich auf jeden Fall aufteilen. Das hier ist absoluter Quatsch, was man hier sieht. Normalerweise wäre die Lane ein Drittel so lang und die anderen zwei wären genauso voll. Circa. Manchmal ein bisschen ungleich, aber das, ne, ergibt sich halt. Aber sie würden nicht alle in derselben Lane bleiben. Das ist, was ich gemeint habe. Und, naja. Das ist halt das Problem noch momentan. Ich könnte das hier rausnehmen und müsste das dann aber irgendwie umleiten hier drauf. Und ich bin mir noch nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Dann, ja doch, dann müsste ich mit One-Way arbeiten. Das ginge vielleicht besser. Vielleicht wäre One-Way hier eine Option, wenn ich das einfach ein bisschen umbaue. Wartet mal. Und zwar hier den Ausgang mache. Mit einer Six-Lane-Road. Wie gesagt, ich bin ja auch noch am Lernen hier. Ich kann das ja auch nicht. Machen wir einfach so. Und machen die dann hier hin. Ne, das ist verkehrt rum. Ne, das wollen wir nicht. Ne. Warte mal. Die soll ja da raus. Also weg. Wenn wir die jetzt aber so machen... Ne, das ist verkehrt rum. Wartet mal. Hier machen wir das weg. Das machen wir auch weg. Und hier machen wir die One-Way-Row. Ich kann ja nicht mehr reden, Mensch. Ist ja richtig schlimm heute. Machen wir so rum. Ja, okay, der ist viel zu steep. Viel zu steep. Wartet mal. Okay, machen wir das. So, wir nehmen nochmal einen Highway. Machen den Highway ein bisschen runter. So. Und jetzt lassen wir den hier zusammenlaufen mit der Six-Lane Road. Die aber jetzt auch noch ein bisschen zu weit ist hier. So. Wenn wir das hier zusammenlaufen lassen, zapp. Das dürfte jetzt schon ein bisschen besser sein. Das Problem ist, jetzt kommen die nicht mehr in die Stadt. Und darum... Und auch nicht mehr raus. Denn für raus müssen wir jetzt hier... Das haben wir jetzt ganz einfach. Oh, scheiße. Das war jetzt wieder Two-Way, ne? Ich bin so doof. Hier darf auch nur One-Way sein, natürlich. So, One-Way. Und für raus machen wir dasselbe jetzt nochmal aus der Richtung hier. Wie gesagt, der Traffic ist eine sehr große Herausforderung in dem Spiel. Aber nicht so. Haha. Wunderbar. Und damit die auch hier mit in die Stadt kommen... Nein, wisst ihr was? Das ändern wir. Ha. Geiler. Viel, viel geiler, Leute. Die haben keinen Sinn hier. Die sollen hier nicht raus. Das hier ist nur für das Industrie-Dings. Dingsy. Teil. Whatever. Deutsch. Ich kann. Ganz bestimmt. Ich verspreche es euch. So. Das haben wir nur für die Industrie. Okay, das ist unsinnig. Mach ich nicht. Das hier reicht nicht schon. Zap. Jetzt haben wir hier wieder mehr Baugrund. So. Das hier machen wir nur als Eingang für die Industrie. Das reicht. Dann haben wir auch das Verkehrsproblem ein bisschen behoben. Und hier haben wir nämlich einen Eingang noch hierfür. Und den können wir hier nochmal genauso machen. Machen wir hier einen Eingang, da einen Eingang. Den könnte ich vielleicht sogar ein bisschen hier nach hinten legen. Dann regelt der Verkehr hier hinten rum und der hier vorne. Und ich denke mal, das wäre besser. Ich denke mal, das wäre besser. Oder was denkt ihr? Yeah, it's my way or the fucking highway. Exactly. Exactly, Bunny. That's exactly right. Gary wird wahnsinnig. Nein, ich werde nicht wahnsinnig. Oh, die verkrüppelten und schiefen Straßen. Ja, das sind wieder die OCD-Leute. Ja, die OCD-Leute wieder dabei. Ich könnte es ändern, aber ich habe keinen Bock, das zu ändern. Es geht mir mehr um Effektivität als um Schönheit, ehrlich gesagt. Roomba ist auch so ein OCD-Freak. Ohne das abwerten klingen lassen zu wollen und so. Ja. Aber... Wie gesagt, Vierer, du hast das Spiel ja jetzt auch. Deswegen kannst du das bei dir ja genau ganz anders machen. So, das machen wir so. Ja genau, den machen wir hier. Das war jetzt wieder die Six-Lane Road, ne? Ich bin so doof. Okay, Gary, erst checken, was das für eine Road ist. Und dann können wir drüber reden, was du hier machst. So. Machen wir so. Und dann machen wir den anderen. Hier ist mir eigentlich schon wieder ein bisschen doof, aber... Das könnte passen. Nee, das geht so nicht.
Wir müssen das hier an so eine Straße machen. Das ist günstiger als hier, weil hier diese Ecke ist ein bisschen blöd. Da kann man auch die drei Straßen nicht wirklich nutzen. Die drei Spuren. Aber ihr seht, wir haben jetzt Geld ohne Ende. Wir können jetzt hier richtig schön rumexperimentieren. Das macht richtig Spaß. Richtig Spaß macht das. So wollen wir das haben. Und den anderen... Ja, ja, ihr jammert rum. Jammert nicht rum. Und der andere geht hier rum. Das wird jetzt wieder schön schief. Da können die Leute sich wieder richtig schön beschweren. Ah, ich freue mich. Nein, ich hätte den gerne erhöht. Ist zu weit erhöht. Genau so hätte ich den gerne erhöht. Wie gesagt, wenn ihr da Probleme mit habt, wie ich das hier schön und nicht schön mache, dann spielt es selbst. Ha. Da freuen sich die Entwickler, dass ein paar Leute mir das spielen. So, guck mal an hier. Bisschen davon entfernt. Damit der Verkehr nicht so verlangsamt wird, denke ich mal. So, dann passt das. Wir haben wieder mehr Residential, nee, mehr Commercial Demand. Hm, wisst ihr was? Do you know stuff? Ist das hier jetzt One-Way? Ne, die ist nicht One-Way, die ist Two-Way. Okay. Habe ich schon geändert. Das ist sehr praktisch. So, das hier sind 10 Stück, glaube ich. Warte mal. Hallo? Wieso habe ich hier keinen... Achso, ich bin bei dem Ding. Ja, ungefähr. Machen wir es doch einfach so. Zap. Und dann ungefähr hier. Nein, nein, weiter. Nein. Da. Dann ungefähr hier. Machen wir das ja auch noch zu einer Residential Zone, dann passt das schon. Das passt jetzt nicht so 100%, aber... Können wir ändern. So, jetzt passt das. Wunderbar. Und unser Weg hier, der kommt einfach hier rein. So. Ja, das sieht auch aus wie Hund, aber... I don't really care, Leute. Ist doch nicht schön, wenn man es einfach... Wenn es einfach egal sein kann. So. Ihr seid dann sicher ein bisschen angepieselt, aber das ist mir mal egal. Dafür hauen wir das hier volle Möhre rein. Und hier kann sich auch noch irgendein Haus hin. Hier können wir jetzt auch noch ein Haus hin machen. Und hier machen wir noch mehr Commercial hin. So. Wunderbar. So, jetzt würde ich mich gerne, ich würde gerne jetzt ein bisschen mehr Industriedemand haben, weil ich würde mich gerne darum kümmern, hier ein bisschen mehr zu machen. Seht ihr, das ist immer mein Problem. Das ist immer dasselbe. Not enough workers. Ich hasse es. Dieses not enough workers regt mich auf. Okay. Der Geist der keuchhörlichen Weihnacht sagt nein. Wozu sagt... Bubis. Achso, zu Bubis. Bubis! Aber Veno, Bubis. Das gehört... Das muss einfach. Bubis. So. Diese Service Road finde ich eigentlich ganz cool. Das Blöde ist nur, die arbeiten dort, ne? In der Landfill. Nein, visiting the pharmacy. Warum parkst du hier, du Senkel? Verzieh dich! Du hast ja nichts zu suchen. Das ist ein Service Road. Unglaublich. Alle rausschmeißen. Sofort, alle rausschmeißen. Und du? Ja, der arbeitet nämlich hier. Das ist das Problem. Sie müssen dann halt auch hier parken, aber naja, ist egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Wasser verteilen, denn die haben kein Wasser. Ihr habt doch Wasser. Okay, ihr habt kein Wasser. Na schön, natürlich. So, jetzt das... Ja, jetzt wird's Zeit. Ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Jetzt müssen wir hier aber ein bisschen mehr Pumpen bauen. So. Und die verbinden wir natürlich direkt. Und dann auch direkt ein bisschen mehr Sewage. Weil wir unsere Exkremente gerne in den Fluss leiten. So. Die Menschen machen das halt gerne. Das, was wir trinken, auch gleich, da auch gleich unseren Müll hinleiten. Bist du nicht verbunden? Ich glaube, das ist nicht verbunden. Doch, jetzt ist er verbunden. Okay. Gut, gut. Du bist auch verbunden, ne? Ja, sehr schön. Jetzt haben wir wieder mehr als genug Wasser und eigentlich könnte ich jetzt wahrscheinlich schon wieder runterschrauben, das Budget. Nein, nicht für Strom. Strom haben wir nicht so viel. Aber ich denke mal, auf 80% runter könnten wir gehen, oder?
Ja, sehr gut. Passt. Passt sehr genau. Super. Dann sparen wir noch ein bisschen Geld. Ja, und das ist nämlich jetzt das Problem. Ich hasse Forest, ne? Die Forestry-Scheiße, die führt mir immer wieder... Die verlassen die immer wieder die Gebäude. Das ist... Also, dann bleiben die Gebäude immer wieder zurück. Das kann ich nicht ab. Ach ja, was soll's. Erstmal dazu verdammt Wäsche aufzuhängen. Viel Spaß, Paint. Okay, was auch immer, worum ihr gerade redet. Ich komme gerade nicht so mit. Ah, seht ihr das? Aber der Verkehr sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus hier gerade. Ah. Ja, das Problem ist... Ja, das Ding ist nämlich, sie müssen immer stoppen bei diesen Geschäften. Und dann belagern sie hier die Straße. Das Ding ist aber, wenn so viele... Vielleicht wird das um einige... Ja, hier, guck mal, der belagert die gesamte Straße. Wenn es aber 6 Lanes sind, vielleicht wird das dadurch extrem runtergeschraubt. Das wäre natürlich cool zu wissen. Vielleicht sollte ich das hier auch auf eine 6-Lane-Road umbauen, damit die hier sich nicht gegenseitig blockieren. Hm. Da müssen wir mal experimentieren. Und das können wir auch, indem wir einfach sagen, hier... Obwohl das blöd ist, dann müssen die immer... Nee, dann müssen die über den Highway. Nee, nee, das ist nicht gut. Nee, das lassen wir. Facility full, oh no. Ich hatte es befürchtet. Wir brauchen unbedingt jetzt was, um unseren Müll zu verbrennen, weil das ist echt Scheibenkleister. Wir brauchen unbedingt was, um den Müll zu verbrennen. So. Mal gucken, wie es mit dem Traffic aussieht. Ja, guck mal, der ist schon ein bisschen besser geworden hier. Das ist schon besser. Hier wird er dadurch umso schlimmer, leider. Aber das liegt, glaube ich, daran, weil das hier so ein... eine Dreier-Intersection ist. Ob es besser würde, wenn ich das hier hinmache? Ja, obwohl, schaut mal. Nee, das ist trotzdem ganz... eigentlich okay. Schwierig, schwierig zu sagen. Vielleicht soll ich das hier One-Way machen. Dass sie nur hier rüber können und dass sie nur hier von den Äußeren dort rein können. Das wäre vielleicht ganz gut, oder? Wenn ich das hier One-Way mache, dass sie hier überhaupt nicht mehr rein können, dass alles hier rüber umgeleitet wird, weil hier können sie... Das hier ist schlecht. Ah, wisst ihr, was ich machen könnte? Ja, ich glaube, das wär's. Ich mache den hier One-Way. Ich mache den einfach One-Way. Dann müssen sie nämlich nicht mehr diesen Sharp Steep, diesen Sharp Turn machen. Warte mal. Ich würde gerne ein bisschen Straßen sehen können, dankeschön. Wir machen den hier einfach mal One-Way. Dummerweise ist jetzt alle unser Zoning hinüber. Ist ein bisschen scheiße. Ja, den Sharp Turn müssen sie immer noch machen, aber den können sie, glaube ich, jetzt direkt machen, oder? Nee. Dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Ich glaube, ich sollte ihn andersrum machen. Ja, ich glaube, ich sollte den One-Way andersrum machen. Ich muss aber aufpassen, wenn man die Straßen direkt an der Zone zerstört, dann ist die Zone weg. Das ist so ein bisschen blöde. So, jetzt können sie nämlich einfach durchfahren oder so. Ich glaube, das ist besser. Wollen wir mal gucken, wie sich das ändert. Sollen wir nämlich gucken, wie ist das Zoning? Ja, seht ihr, die Gebäude würden jetzt instant abgerissen. Da wir das nicht wollen, müssen wir das Zoning schnell wieder neu machen. Und hier genauso. Okay. Nein, hier wollen wir kein Zoning. Bleibst du stehen? Ich glaube schon. Ne, du bleibst nicht stehen. Aber ist egal, dann machen wir es weg. So. Das hier will ich auch weg haben. Das Ding kann aber stehen bleiben, das ist okay. Ja, ihr seht auch, die Industrie macht One-by-One-Tiles. Auch interessant. Okay, wir haben wieder sehr viel Residential Demand. Oh mein Gott, Leute, was wollt ihr denn alle hier leben? Seid ihr gaggisch? Das ist eine scheiß Stadt. So. Ich will jetzt einen Bus machen. Ich möchte jetzt unbedingt einen Bus machen. So. Oh, das hier wollte ich auch noch umbauen. Ja, stimmt. Ist der Traffic hier? Ah, der Traffic ist wunderbar. Also, der ist hier schlimmer. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine Busroute, Leute. Dann seht ihr mal, wie man das macht. Das ist ja auch ganz cool. Wo machen wir den am besten hin? Könnten wir eigentlich auch hier hin machen. Bus-Depot. Und jetzt können wir eine Busroute machen. So, wie machen wir die? Wir machen, glaube ich, gleich zwei. Und zwar machen wir eine... Die beginnt hier.
geht hier erstmal jeden Block lang. Hallo? Achso, das ist doch keine One-Way-Street. Achso, ich bin ja hier auf der Seite, okay. Dann machen wir die einfach mal hier lang. Und wir lassen die an jedem Block halten. Einfach, weil wir was können. Die Effektivität dabei ist nicht so... Ja. Nein. Die ist jetzt nicht so schlimm. Oh, hört ihr die Upgrades, Leute. Hammerhart. Es muss nicht so effizient sein, wie man meinen möchte. Das hier wird schon sehr reichen, um den Verkehr zu verringern, denke ich so. Und den Stopp können wir auch weghauen. Okay. Ja, ja, ihr seid unglücklich darüber. Bla, bla, bla. So, und jetzt machen wir nochmal eine Route. Die geht von hier. Ich denke mal hier, über hier. Ja, ich will einen durch die Mitte haben. Oh, jetzt kommen hier schön die Upgrades, Leute. Das ist richtig cool. Ich will die ganze Zeit dieses Bing, Bing, Bing. Nein, da weg. Kommt hier hin. Hier hin. Hier hin. Und leider habe ich gehört, dass die eben bei der Industrie keinen Unterschied machen. Das finde ich so ein bisschen komisch. Oh, das hier ist nicht ganz so symmetrisch, wie ich es gerne gehabt hätte. Was machen wir dagegen? Eine dritte Busroute, genau. Und von hier. Machen wir die hier rüber. Und hier rüber. Und hier. Da nicht. Weil da haben wir doch schon eine. Ja gut, die könnte ich ruhig überlagern, denke ich. Hier hin. Und hier hin. Dort. Dort. Dass wir möglichst eine gute Abdeckung haben, denke ich mal. Ich hoffe mal, das verringert den Verkehr wirklich und macht ihn nicht schlimmer. Das könnte ich mir jetzt nicht denken. Weil der Gary macht hier wieder was und schon ist der Verkehr viel schlimmer geworden. Damn, damn, damn. Ich kann sich hier ruhig überlagern. Hier aber nicht. Und hier. Und da. So, jetzt haben wir ein paar Busrouten. Mal gucken, wie effektiv das wird, ob der Verkehr ein bisschen verringert wird. Mal schauen. Achso, ich könnte noch eine hier außen hin machen, ne? Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, hätte ich die eine jetzt da rausführen lassen. Mal gucken. Eine Void Zone? Wir sind eine Busy Town, Leute. Ist das nicht cool? Wir haben City Planning Policies, wir haben Level 4 Unique Buildings, Oil Industry Specialization. Ich wusste gar nicht, dass wir das noch gar nicht hatten. Passend, dass wir das noch nicht gemacht haben. Super. Free Public Transport Policy, die mag ich nicht so, kostet viel Geld. Heavy Traffic Ban. Und wir können noch ein paar andere Sachen machen. Und zum Beispiel jetzt die Two-Lane Road with Trees, die ist richtig cool. Dadurch können wir den Land Value auch ziemlich steigern. Und wir haben eine Police Headquarters, eine Fire Station, einen Oil Power Plant. Cool. Creates Heavy Pollution, aber das können wir vielleicht mal ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht, das Oil Power Plant. So, zumindest müssen wir dann erstmal das Öl machen, ne? Können wir immer noch nicht? Wir können immer noch nicht Incineration Plan machen. Damn it! Ich will den Dreck hier verbrennen, den wir haben. Unseren Garbage. Und der wird immer mehr. Ja, die ist zumindest nicht ganz so voll. Ja, aber guck mal den Traffic an. Und jetzt sag mir nochmal, das hat nichts gebracht, was wir gemacht haben, Mensch. Jetzt sag mir nochmal, das hat nichts gebracht. Aha. Aha, hier ist immer noch ziemlich stark, aber das ist zu erwarten. Das ist halt ein bisschen stark. Wir sollten vielleicht versuchen... Das habe ich zu einer One-Way gemacht, ne? Aber in... Ja, das ist eine One-Way-Street in diese Richtung. Ich könnte die auch noch zu One-Way-Streets machen. Hier und hier. Das Problem ist halt, dass wir den Verkehr hier komplett umleiten. Also einmal hier rum. Aber vielleicht wäre es nicht so schlimm. Und ich denke, das könnte den Verkehr ein bisschen verbessern, würde aber hier den Traffic natürlich erhöhen. Das ist natürlich blöde. Hahaha. Ha, ha. Aber nicht mehr an diesem Eintrittspunkt. Naja, lassen wir erstmal so, lassen wir erstmal so. Aber jetzt sagt mir nochmal, das hat nichts gebracht hier, was ich hier fabriziert habe, Mensch. So, und was wir jetzt nämlich machen werden, ist unser ganzes Geld mal ein bisschen nutzen. Guck mal, 200.000, also wir sind schon ziemlich gut dabei. Und jetzt mal upgraden. Land Value. Und nicht nur das, sondern auch die Noise Pollution wird verbessert. Ich liebe diese Straßen. Ich mache jetzt nur noch die hier.
Sind ein bisschen teurer im Upkeep, aber bringt es natürlich auch. Zumindest in Residential Areas werde ich die hier machen. Und auch bei Commercial, weil die natürlich die auch verunreinigen. Also das ist ja eine Menge Noise. Nicht nur von dem Verkehr, sondern halt auch von dem Commercial selbst, weil da die Leute sich so aufhalten. Komm, Stamp. Ich hätte gern so ein Stamp, wisst ihr? So einfach so Upgrade All in dieser Area einfach. Bam, fertig. Einiges einfacher und weniger anstrengend und weniger Busy Work. Was man so gerade Gedanken hat. So, sieht auch alles hübscher aus. Der Land Value wird erhöht. Wir haben ein bisschen mehr Pflanzen. Dann beschwert ihr euch auch nicht mehr, dass ich die ganzen Bäume abholze. Oder abholzen lasse. Ich holze ja nicht selber. Ja, so. Und ihr kriegt das jetzt auch noch. So. Ich denke mal, das war alles. Ja, hier können wir es auch noch hinmachen kommen, weil wir gerade dabei sind. Okay, haben wir denn jetzt auch schon die... Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir auch noch die lärmgeschützten Highways. Okay. Brauchen wir die noch irgendwo? Eigentlich nicht. Hier brauchen wir sie nicht. Denn uns ist die Industrie egal. Die können vom Lärm von mir aus ersticken. Ist mir wurscht. Gut. Ja, sieht doch gut aus, oder nicht? Ich würde sagen, sieht gut aus. Land können wir leider noch keines kaufen. Dafür sind wir noch zu klein. Schade. Das können wir nämlich wieder gebrauchen. Candyman jetzt. The Candyman Can, ja. Oh Mann. Will die einfach den Burning Man feiern? Was? Ach so, weil sie Häuser anzünden, oder was? Ich weiß nicht, welches rote Zeichen ihr meint, aber ist okay, passt schon. Ne, passt. Wir können hier auch noch eine Verbindung in unsere Hauptresidential Area bringen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir brauchen ein bisschen mehr Strom. Ich hab's befürchtet. Ich würde gerne noch so eine Residential Area basteln. Aber wir haben gerade so wenig Platz, leider. Die, man sieht ja, die brauchen eine Menge. Ich würde auch gerne mehr Industrie basteln, aber wie wir sehen, wir haben keinen Bedarf an Industrie. Ist voll toll. Jetzt will man einmal Industrie haben, ne? Einmal mit Profis. Einmal mit Profis, so. Ich bereite es dennoch schon mal vor. Wir werden erstmal nur die Four-Lane Road nehmen. Vor allem das hier ist auch so. A Four-Lane Road with decorative grass. Decorations lower noise pollution. Warum auch immer Gras irgendwas für die Lärmdämmung zu tun haben sollte. Keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund sagt das Spiel, das ist so. Oh well. Ne? Oh well. So, machen wir vor. Machen wir es mal so. Und jetzt haben wir Traffic Lamps, oder? Ja, wir haben schon Traffic Lights, ist egal. Wir gucken trotzdem mal, wie es funktionieren wird. Was zur Hölle? Ach, jetzt habe ich den Strom gecuttet, natürlich. Ich bin Held. Ich bin richtiger Held, Mensch. Das ist dreckig. Hm. Wie kriegen wir da am besten den Strom wieder hin? Das ist das Problem. Ich glaube so. So. Und den Strom nutzen wir hier einfach für unsere Ölsachen. So, ich werde das hier jetzt alles als Öl Distrikt machen. Wie wir sehen, der Distrikt überschreibt den anderen nicht, sondern schmiegt sich nur den an. Schmeckt es richtig schön an. Sehr gut. Evergreen Square. Ja, das ist perfekt für einen Öldistrikt. Finde ich genial. So, alles Öl. Und wir könnten ja noch ein paar andere Sachen aktivieren, indem wir einfach den Distrikt anklicken. Zum Beispiel Recreational Use. Allowing recreational use of controlled substances attracts more tourists, but also requires more police presence in the area. Slightly increases tax income, moderately increases tourism. Slightly reduced crime rate increases police budget by 15%. Ja, werde ich definitiv nicht machen. Ich habe keinen Sinn für Drogen und ja. Den Rest müssen die Leute selber regeln. Was? Ja, ich habe eine Feuerwehr. Ich habe zwei Stück davon. Kleine, aber mein Gott, keine großen bis jetzt. Müssen wir halt mal schauen. Wir können das hier zum Beispiel auch noch zum District verwandeln.
Vom Kriegsklärer und Achievement. Da könnte ich auch testen, ob ich Achievements bekomme. Ja, City Planner. Yay, yeah, ich kriege Achievements. Das ist echt cool. So, machen wir mal zu einem District. Schwubbel die Schwubbel. Und was können wir daraus machen? Hier ist Ore Production, hier ist Generic Industry. Und wir können diesen District auch noch Policies hier hinzufügen eben. Spezielle Policies. Wir können stadtweite Policies machen. Und wir können eben auch denen hier welche zumachen. Zum Beispiel Parks and Recreation. Ich denke mal, das würde ich auch sogar gleich noch machen. Oder Recycling wäre halt schön. Aber dann kriegen wir weniger Tax Income. Ja, ich weiß nicht. Momentan finde ich die alle ziemlich doof. Ich könnte Recreational Use machen, aber ich bin eigentlich gegen Drogen. Smoking Ban könnte man machen. Weniger Happiness und dafür Increased Health. Nee, ist egal. Lassen wir erst nochmal. Müssen wir noch nichts machen, aber wir haben schon mal District gemacht. Ist doch cool. Und ihr wollt wieder mehr Residential. Ich sehe das schon. So. Sie wollen auch schon wieder mehr Commercial, aber ich habe keinen Platz. Schon keinen Platz, Mensch. Ich brauche ein bisschen mehr Industry. Wie sieht es damit aus? Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob sie hier Ore Industry machen. Oil Industry. Und wie das dann aussehen wird. Na, na? Bob's Plastic Bags. Yeah, Oil Industry. Und die müssen educated sein. Das ist cool. Das heißt, wir können endlich mal aus unserer Education auch ein bisschen was schöpfen. So. Machen wir hier noch eine hin. Ja. Also hier hin. So. Und die Elementary. Denn hier können sie gerade nicht so wirklich in die Schule gehen. Die sich beschweren, das ist schlimm. Noch was hier hin. Dann ist die Abdeckung vielleicht ein bisschen besser. So. Viel Spaß in der Schule. Guck mal, das ist ein schönes Häuschen. Das sind so die normalen Häuser, die ich auch kenne. Und sowas lebt man ja hier zu Lande. Und jetzt hier, wie sie upgraden hier. Wie die Hölle, Leute. So. Und mehr davon sehen wir das nächste Mal bei City Skylines. Bis dann, Leute. Tschüss.